Ja, ich wünsche mir für 2020, dass wir genauso aktiv wie am 30.11. Bei der Gegendemo gegen den Bundesparteitag der AfD weiter gegen die AfD uns einsetzen und dass wir uns dagegen stark machen, dass die AfD weiter Raum gewinnt. Wünsche für Braunschweig 2020. Die Stadt soll sozialer werden. Die Stadt braucht gute Arbeit. Gute Arbeit heißt für uns, für mich als Gewerkschafter, vor allen Dingen Tarif und Mitbestimmung. Und Braunschweig braucht bezahlbaren Wohnraum. Wir haben ein Problem. Wir haben die zweithöchsten Mietsteigerungen in Niedersachsen und viele Menschen, die fast 50% ihres Einkommens nur für Wohnen ausgeben müssen. Das muss sich ändern. Insofern sozialer, wohnungsgerechter und mehr gute Arbeit. Wir von der Frauenberatungsstelle in Braunschweig, uns gibt es nun mittlerweile seit genau 40 Jahren. Und wir wünschen uns von der Politik in Braunschweig mehr Planungssicherheit. In diesem Jahr ist im Haushaltsentwurf wieder keine Dynamisierung eingestellt, was uns wieder vor sehr große Herausforderungen stellt. Ja, wir hoffen uns von der Kommunalpolitik, dass wir unseren Kunstverein bskunst.de, der alternativ in Braunschweig ist, noch weiterhin führen können, dass wir weiterhin genug Unterstützung bekommen, auch finanzielle Unterstützung, aber dass hauptsächlich wir unseren alternativen Bereich weiterführen, weil den es in Braunschweig dieser Art nicht so gibt. Ich wünsche mir von der Kommunalpolitik auf jeden Fall eine ausreichende Finanzierung von sozialen Vereinen. Wir sind ein Treffpunkt für viele Menschen im westlichen Ringgebiet und ein großes Nachbarschaftszentrum, und das muss ausreichend finanziert werden. Dem kann ich mich ehrlich gesagt nur anschließen. Es ist ein wunderbares Zentrum und wir brauchen Unterstützung. Ich wünsche mir mehr Klimaschutz in Braunschweig. Der halbe Planet brennt und in Braunschweig ist Verhinderungsstrategie und Mutlosigkeit angesagt. Und ich wünsche mir einfach, dass es den Mut gibt zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Und das fängt in Braunschweig an, bei Siemens, am Hauptbahnhof, bei Viehwegsgarten und bei den ganzen Bäumen, die stehen bleiben sollen. Und ich wünsche mir, dass die Partei Umweltschutz und Klimathemen besser umsetzt, auch in der eigenen Partei. Das hier ist kein Biosekt. Bei eigenen Veranstaltungen kann man regionale Produkte einsetzen und auf Plastikbecher verzichten. Das sind so die kleinen Dinge des Lebens, die man anwenden kann. Und im Großen wünsche ich mir eine einfache Sprache. Wir müssen mit den linken Themen und mit den ökologischen Themen jeden Menschen erreichen, und das erreichen wir mit unseren manchmal recht hochgestochenen Diskussionen nicht immer. Ja, unser Anliegen ist ja, die Einlagerung von Atommüll in Schach-Konrad zu verhindern. Und das ist ein überregionales Thema, was sozusagen auch die Stadt Braunschweig betrifft, also nicht nur Salzgitter. Und da wünschen wir uns einfach mehr Unterstützung auch von der Kommunalpolitik, von allen politischen Parteien, gegebenenfalls auch das sozusagen auf der Bundesebene, dass wir das einfach durchtragen können, dass es uns gelingt zu verhindern, hier als Region, dass Atommüll in Schach-Konrad eingelagert wird. Noch haben wir die Chance dazu, in Betriebnahme ist für 27 geplant. Wir hoffen, dass es nie eintreten wird. Von der Braunschweiger Kommunalpolitik wünsche ich mir für das Jahr 2020, dass Natur, aber auch Umweltaspekte stärker in den Planungen berücksichtigt werden. Ich denke da zum Beispiel an die vielen Baugebiete, die wir ja in Braunschweig haben, wo man mehr Rücksicht auf den Naturbestand nehmen sollte, aber auch aktiver gegen Energieverschwendung, also besser Energie, sich aktiv für das Energiesparen einsetzen sollte und alternative Energiequellen stärker nutzen sollte.